So, Leute, willkommen zurück zu Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Oh yeah, im letzten Part haben wir mit allen möglichen Pokémon Freundschaft geschossen, außer mit Fully Porba. Ich habe eure Tipps jetzt noch nicht lesen können, da ich diese Folge direkt noch aufnehme nach der vorangegangenen. Und ja, wir wollen mal mit Bisaflor quatschen. Ich werde eure Tipps aber natürlich noch einholen. Wollte ich gerade schon was sagen, aber es klang irgendwie verkehrt in diesem Zusammenhang. Was sagst du da? Du hast Glibunkel und Habitak im Wettstreit besiegt? Na gut, versprochen ist versprochen, aber sei gewarnt, ich will dich nie wieder dabei erwischen, wie du an einem Spiel teilnimmst. Was? Nein, Moment mal, das ist einfach nicht richtig. Die Pokémon hier brennen richtig darauf, an dem Spiel teilzunehmen, teilnehmen zu dürfen. Und, naja, wofür ist überhaupt dieses viel zu streng gesetzt da, dass keiner die Grünzone verlassen darf? Das stimmt eigentlich, ne? Voll gefangen gehalten werden die Armen hier. Aber die Leute dürfen rein, oder was? Toll. Wenn ihr jeden reinlasst, aber keinen rausgehen lasst, ist es ganz schön anstrengend. Irgendwann, weil, ne, plötzlich können wir gar nicht mehr selber atmen. Dummes Bisaflor hier. Warum kannst du nicht einfach unseren Spaß gönnen? Nicht in diesem Ton, bitte. Ich werde dir sagen, warum ich euch nicht erlaube, an meinem Spiel teilzunehmen oder die andere Zone zu betreten. Weil es zu gefährlich ist, deshalb. Ihr bleibt also gefälligst hier und haltet euch an meine Regeln. Ich habe diesen Typen langsam satt. Los, Pikachu, zeigen wir ihm, dass wir zusammen jedes Spiel meistern und dabei ohne Ende Spaß haben können. Ich glaube, das ist nicht das Problem. So, du möchtest dich also bei dem Spiel versuchen, das könnte interessant werden. Wenn du den Nianob meisterst, ändere ich die Regel dieser Zone. Wenn du es schaffst, hebe ich das Spielverbot auf und gebe den Weg zum Treffpunkt wieder frei. Ja, richtig, so gehört sich das. Möchtest du 5 Beeren? Oh, das kann ich mir aber leider kaum leisten. Na gut, wollen wir nicht so sein. In Ordnung, dann möge der Nianob beginnen. Nianob mit Bisaflor, schaukele an der Liane und springe so weit du kannst, um Rekorde zu knacken. Muss ich hier wieder... Ah, Spielanleitung. Halte die Wii-Fernbedienung aufrecht und schwinge sie wie abgebildet. Okay. Spielanleitung 2. Gewinne einen Pfad, indem du deine Bewegung an die Liane anpasst. Spielanleitung 3. Wenn du an einen Pfad gewonnen hast, kannst du abspringen. Drücke wie abgebildet zum richtigen Zeitpunkt B. Okay, springe ab. Bevor die Zeit abläuft, versuche so weit wie möglich zu fliegen. Favoriten am Mittel Mankey Panflamme. Warum das wohl so ist? Etwa weil das Affen sind? Sollen wir es mal machen mit einem von denen? Mit Carpador geht das auch. Ey, das ist ja episch. Aber mit Carpador kann man irgendwie... Oh Gott, Logok. Ja, dass Logok so hochspringen kann, ist sogar ziemlich logisch. Da steht sogar im Pokédex-Eintrag drin. Haha, und Logok ist besser als Lucario. Ist es sogar wirklich. Und Panferdo sowieso. Egal. Persönliche Präferenzen. Mankey! Wir machen es mal mit dir. Mankey! Jawohl. Mankey! Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ob die Fernbedienung noch unterm Tisch halten kann. Warte mal, macht Bisaflor da selber auch mit? Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Okay. Muss ich das schnell machen, langsam machen? Oh, ja, okay. Ja, aha. Irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Was? Ah, jetzt verstehe ich es, okay. Aha. War und. Nein! Ich wollte. Das war, glaube ich, nicht so gut, oder? Ah, okay. Ich denke, es hat gereicht. Oh, Bisaflor freut sich einen Ast ab. Jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Am Ende. Mankey! Mindestleistung 50. Achso, ich habe Mindestleistung erreicht. Okay, alles klar. Yeah, ich wollte aber die Wohnungsleistung noch haben. Mankey! Ich will es nochmal probieren. Yay! Nochmal! Nochmal! Das ist lustig. Bim, 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 bim. Und schon haben wir Bisaflor überzeugt. Das ging ja einfach. Guckt es euch an, wie glücklich es ist. Yay! Warum ist das nicht Pikachus Siegespose bei Smash? Unglaublich, dort hat er dich den Lianob gemeistert. Krass! Dann halte ich mein Versprechen. Du darfst nun jederzeit an meinem Spiel teilnehmen. Ich lasse jetzt das Tor zum Treffpunkt offen. Nun kommt schon, Bisaflor. Wovor hast du eigentlich Angst? Die Pokémon der Grünzone sind nicht so schwach, dass du solche Angst um sie haben musst. Das stimmt, wir haben schon einige krasse Pokémon hier. Hast du nicht strahlende Gesichter von Pikachu und seinen Freunden gesehen? Du selbst hattest doch auch jede Menge Spaß dabei, oder? Tief in der drin weißt du, dass ich recht habe. Nicht? Du bewegst dich auf ganz dünnem Eis, Freundchen. Aber... Du hast ja recht, Bisaflor, ihr habt euch völlig furchtlos in meinem Spiel gestürzt und dabei sogar noch unentwegt gelacht. Ja, euer Mut hat mir bewiesen, dass ich euch vertrauen kann. Ich werde wie versprochen das Tor zum Treffpunkt öffnen lassen und mein Spiel für die Öffentlichkeit freigeben. Und das ist für dich, Pikachu, das ist der Beweis dafür, dass du Lianob gemeistert hast. Ach, sieh meiner an.
Prism mit Schwitz erhalten. Nun höre mir zu, Pikachu. Ich habe das Sotto-Treffpunkt nicht etwa grundlos geschlossen. Kennst du Empoleon, den Meister der Strand- und Eiszone, und Logok, den Meister der Höhlen- und Magmatone? Wir haben uns gestritten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Poképarks hatten. Was ist denn hier mit den... Logok hat er gesagt, schon gut. Ich war am Anfang etwas geschockt, ne? Indivier, Plinfa und wer war da als andere Pokémon? War es Glumanda? Glaub schon. Jedenfalls kein Pokémon der dritten Generation. Was soll das denn? Aber Logok ist jetzt am Start. Das ist okay. Der Suche des Poképarks hatten im Schloss das Tor, nur um die Grütze vor ihm zu schützen. Doch nun möchte ich mich wieder mit den beiden versöhnen. Das hat ja nicht gut geklappt, denn es sind dauernd Pokémon hier wieder reingekommen. Du hast versagt, Bisaflor. Bitte begib dich in die Zonen über Empoleon und Logok machen und setze sie darüber in Kenntnis. Hilf mir dabei, den Poképark wieder zu vereinen, Bisaflor. Warte, Pikachu, das ist eine echt wichtige Aufgabe. Das wird ein richtiges Abenteuer, dann wollen wir doch mal sehen. Was hat es wohl mit diesem berühmten, berüchtigten Treffpunkt auf sich? Du findest ihn, wenn du diesen Ort verlässt und dich dann links hältst. Ich sehe mich dort schon mal um. Nein, kein Grund zur Eile, Pikachu. Wahrscheinlich finden wir da auch unsere anderen Freunde. Nutze ruhig die Gelegenheit, um hier in der Grünzone noch ein paar Freundschaften zu schließen. So, damit sehe ich mir noch zwei. Oh, geil. Hätte ich einfach so gefragt, ob ich speichern will. Natürlich will ich speichern. Ich möchte das Spiel nochmal machen. Ich möchte nämlich gucken, ob ich das auch... Ja, okay. Ich möchte 5 Bären... Ach, das kostet auch noch Geld. Geld. Bären. Eine schöne Währung. Ich will es jetzt im Carpador machen. Bestleistung. Okay, komm, Carpador. Kriegen wir hin. Ich glaube an dich. Ich bin irgendwie dazu geneigt, jedes Spiel mit Carpador wenigstens mal zu machen. Okay, alles klar. Oh Gott. Ach, Carpador. Wow. Guck mal, kriegt richtig Schwung. Der Gute. Ja. Oh, das war nicht gut. Ich habe zu früh losgelassen. Aber immerhin habe ich die Bonusleistung erzielt, ja. Das muss man mal lassen. Schön. Ach, Carpador ist glücklich. Carpador. Stell ich mal vor, Garados hätte daran mitgemacht. Ich will aber jetzt beenden. Also, ne, jetzt nicht das Spiel und auch nicht den Part, sondern... Also das Spiel, ne, dieses Mii-Spiel. Komm zurück, wann immer du willst. Freue mich schon drauf, krass und so. Na gut. Sind wir jetzt eigentlich Freunde? Also Bisaflor und ich, fällt mir gerade auf. Oder mag der mich immer noch nicht? Ich will sowas von zurück in die Grünzone. Das könnt ihr mir aber glauben, Mann. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Na gut, wir haben ja erstmal nichts mehr verloren. Ich denke, es wird Zeit, die Zone zu wechseln. Wir kriegen ja... Oh. Na, vielleicht doch noch nicht, denn ich habe gerade irgendwie jemanden entdeckt, der da einfach so rumeiert. Hey, Kumpel, du bist Boden. Das müsste dir eigentlich nichts ausmachen. Das macht dir auch nichts aus. Sehr gut gemacht. Shell Terra, du bist derjenige, der Bisaflors Herz erweicht und so für frischen Wind in der Grünzone gesorgt hat. Da habe ich recht, Mann. Ich hoffe echt, dass sich Bisaflor, Empoleon und Logak irgendwann wieder versöhnen werden. Was ist? Willst du vielleicht mit mir kämpfen? Aber sowas von. Dann zeig mir, was du drauf hast. Dein Donnerblitz zeigt mir übrigens keine Wirkung. Schreib dir das hinter die Ohren. Im Pokémon sind auch Pokémon unterwegs, die gegen deine Elektroattacken immun sind. Ja, im Zweifelsfall Boden-Pokémon. Ja gut, okay, das könnte schwierig werden. Bäm! Oh, sieht ganz schön viel ab. Shelterra, aua! Au! Das sieht auch ganz schön viel ab. Bäm! What the hell? Okay, nochmal. Nochmal! So, aber dann in dem Pokémon wäre ich hoffnungslos unterlegen eigentlich. Komm wieder, wenn du stärker geworden bist. Hallo, ich bin stark genug. Ja, ich bin der Krasse, der hier Bisaflor in den Pussy-Modus versetzt hat, falls du das damit gerade sagen wolltest. Mann, sei doch nicht immer so negativ. Das ist doch was Schönes. Oh, schreibt hinter die Ohren. Okay, alles klar. Ja. Hab ich verstanden, Mann. So, ich ramm den jetzt einfach sowas von um. Yay, boom. Da guckst du dumm, was? Shelterra. Okay, jetzt. Jetzt, zack. Schnell, Pikachu. Aufstehen. Ich habe Angst hier vor dem Erdbeben, weil das tut bestimmt ganz schön weh. Oh, verdammt. Na. Oh Gott. Ich glaube, da wäre es schon fast sinnvoller, lieber einfach
so auszuweichen. Und diese Musik, diese dramatische. Diese dramatische Musik. Jetzt! Oh Gott. Aber ganz knapp, du. Das war wirklich guter Kampf. Ein. Du gefällst mir kleiner. Ich bin immer zur Stelle, wenn du irgendwas brauchst. Bis dann. Shelterer ist jetzt dein allerbestester, bester Freund. Cool. Was mit dir, Kleiner? Was willst du? Hm? Stachalili, hast du dich auch manchmal Lust, deine Umgebung einfach mal ganz genau aus der Luft zu betrachten? Ich hab Stachalili schon. Richtest du die Wii-Fernbedienung auf dem Bildschirm und drückst B. Siehst du deine nähere Umgebung durchs Objektiv deiner Kamera. Achso, halte die Wii-Fernbedienung waagerecht, um B, diesen Modus wieder zu beenden. Meinst du so? Ja. Ich halte. Hallo. Es geht nicht. Ah, jetzt, okay. Wollte schon sagen, muss ich aber ganz weit vom Mikrofon weggehen. Ach, wie cool. Okay. So. Und wieder raus aus dem Modus. Jetzt bin ich doch gewillt, mal zu gucken, ob noch irgendwelche krassen Pokémon hier sind. Neben Shelterra. Ich stelle mich nur mal ans Ende der Brücke und schaue dann. Und ansonsten werde ich einfach sofort das Gebiet wechseln. So. Hier hin und nicht weiter. Wenn ich jetzt irgendein Pokémon entdecke, dann wird das noch bekämpft. Wie zum Beispiel Staralili. Hallo. Hast du schon mal rote oder goldene Beeren gesehen? Eine rote Beere ist 5-mal so lecker. Eine goldene ist 10-mal so köstlich. Na, wie wär's, wenn wir eine Partie fangen? Das ist mit Flug-Pokémon ganz schön unfair, ne? Eigentlich. Ja, wollte ich schon sagen. Aber egal, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, ouch. Kann ich einfach schocken? Oh. Sorry, Kollateralschaden. Mal wieder. Ah, jetzt. Boom, okay, ich muss die einfach nur verfolgen. Irgendwann landen sie sowieso von alleine, wie mir scheint. Easy. Du bist einfach klasse. Komm, lass uns Freunde sein. Ich sage auch all meinen Kumpels Bescheid. Dann sind alle Staralili im Pokéback deine Freunde. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. In dieser Zone gibt es zwar keine Spieler, die mehr teilnehmen können, aber es soll auch Zonen mit Spielen geben, bei denen man fliegen muss. Das ist interessant zu wissen. Das heißt also, die Pokémon, die ich mir angefreundet habe, sind nicht nur in der Zone zu gebrauchen, indem man sie getroffen hat. Das ist schon. Okay, alles klar. Wir gehen später nochmal hier hin. Grünzone. Ich muss sowieso nochmal hier hin, sobald es um Fulliporba geht. Aber jetzt will ich erstmal gucken, was in dieser sagenumwobene Treffpunkt sein soll, von dem alle so schwärmen. Das wird doch höchste Zeit. So, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Spukzone. Ganz viele Geister-Pokémon, bestimmt auch Unlicht und sowas. Oder vielleicht auch Psycho. Hm. Zum Treffpunkt gehen, ja. Lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Das hatten wir schon mal. Ach, wie hübsch. Das ist ein Drift-Zepeli. Und da hinten ist ein Traunfugil. Guck mal, schon eine halbe Spukzone haben wir schon mal hier. Was ist das denn? Kann man Fotos machen? Scheint alles andere Wettbewerb sein. Oh, Electek. Und Krebschor. Hi, Plaudergeil, was geht? Ich habe gehört, dass du alle Probleme der Grünzone gelöst hast. Du bist echt ein Superstar. Da fällt mir ein, ich muss dir was sagen. Ich habe deine Freunde der Divi auch ein Pokéback-Album gegeben. Das ist dein erster Besuch hier am Treffpunkt, richtig? Lass mich dir ein paar wichtige Infos darüber geben. Der Treffpunkt befindet sich in der Mitte des Poképarks. Durch seine 5 Tore gelangst du die verschiedenen Zonen. Der Treffpunkt ist auch ein Ort, auf dem du Pokémon aller Zonen triffst. Sag doch, triff Zepli, Trautfinger und Electek schnell Hallo. Sie werden dir von nun an helfen. Okay. Das mache ich doch mal glatt. Zuerst mal zu... Nein, nicht zu Drift-Zepli. Divia, ich habe von Plaudergeil ein Album geschenkt bekommen. Darin werden angeblich die Namen aller Pokémon ausgeführt, mit denen man sich angefreundet hat. Und für Wettstreiter habe ich ehrlich gesagt kein großes Talent, also habe ich etwas nachgedacht. Siehst du den großen Baum dort? Dort habe ich offenbar jemanden damit begonnen, einen Baum auszubauen. Ich möchte die Bauarbeiten, daran gern abschließen und alle unsere Freunde dorthin einladen. Was hältst du von der Idee? An sich nett, aber wenn wir wirklich später mit 200 Pokémon freuen sind, könnte das schwierig werden. Die da alle raufzubringen, aber prinzipiell eine gute Idee. Hi, Drift-Zepeli, was geht ab? Drift-Zepeli, die Stimme. Drift-Zepeli, hallo kleiner Abenteurer, ich habe von deinen Heldentaten gehört. Vielen Dank, dass du die Pokémon der Grünzone befreit hast. Jetzt kann ich endlich auch wieder mein Geschäft eröffnen. Prüfe in der Zone, die du von nun an durchreist, die Schilder der Drift-Zepeli halte. Dann schicke ich dich zu einem meiner Mitarbeiter. Ach so, das ist quasi sowas wie Fliegen, ja? Für nur ein paar Beeren bringe ich sie in die Zone deiner Wahl. In der Grünzone wartet bereits einer meiner Mitarbeiter auf dich.
Ich muss dort also nicht erst extra den Driftzeppeli halt prüfen. Und dann bringe ich überall hin. Nope. Da kann ich auch alleine hingehen. Alles klar, du weißt ja, wo du mich findest. Komm ruhig mal wieder. Das ist nett. Okay, alles klar. Hätten wir mit Driftzeppeli gesprochen, was ist das denn hier? Scorpio, Wüstenzone oder was? Steinzone. In dieser Richtung liegt die Steinzone, wo noch immer einem uralten Eid Respekt gezollt wird. Ska! Nur mal kurz sehen. Ich soll das Dorf für dich öffnen? Die Gegenwende ist völlig anders als die anderen Zonen, die du bisher bereist hast. Ich kann dich hier auf keinen Fall durchlassen. Okay, okay. Ist ja in Ordnung. Wenn das die Steinzone war, was ist dann hier? Was ist denn dann hier? Die Dino-Zone? Steinzeit? In dieser Richtung liegt die Höhlenzone. Ach so, stimmt. Durchreisende zur Magmazone begeben sich bitte zur Lore. Mhm, mhm. Das machen wir doch mal glatt. Okay, das hat mir jetzt nicht viel eingebracht. Creepscore erstmal. Nee, erstmal gucken, was das für eine Zone ist. Strandzone oder sowas? Gibt es sowas? Bestimmt, oder? In dieser Richtung liegt die Strandzone. Aha, gut getippt. Gäste, die in die Eiszone möchten, begeben sich bitte zu Labras. Für jeden Typ quasi eine Zone, wie mir scheint, ja. So als Übergriff. Ich meine, Bidiza und Bidifa sind ja jetzt auch keine Pflanzen-Pokémon, beziehungsweise wir haben auch andere Pokémon da getroffen, die keine Pflanzen waren, wie Pachirisu. Aber generell, ihr wisst, was ich meine. Wer schreit da so rum, Krebs? Electek, wenn du auch stärker aus bist, dann bist du bei mir goldrichtig. Für ein paar Beeren trainiere ich deine Donnerblitz mit dir. Ah, später werden sich außerdem noch einige meiner Kollegen hier am Treffpunkt einfinden. Sie alle haben ein bestimmtes Spezialgebiet, das sie bereit sind, jedem gewillten Pokémon etwas näher zu bringen. Mein Kollege und ich haben nur eins im Sinn, Pokémon zu trainieren, die bereit sind, ein wenig Spaß mit uns zu haben. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmt noch jemanden, der mir meinen Ruckzuck-Hieb verbessert, oder? Ja, ich werde schon zu gewinnen. Meine Fähigkeit aufzupolieren, benötigst du Beeren, sammle so viel wie möglich. Okay, geil. Wer im Umgang mit Attacken vom Typ Elektro besser werden will, ist bei mir eine richtige Adresse. Electek, hättest du dich auch gerne etwas mehr Reichweite für deinen Donnerblitz? Na klar, hau rein. 350 nur. Wunderbar. Gut, dann zeige ich dir nur noch eine einzige Kniffe für den Donnerblitz. Sehr schön. So trainiert man richtig Elektrizität, nicht mit dem Wasserrad. Hust, hust. Na, wer hat die Anspielung verstanden? Pokémon Anime früherer Zeit. Und das war's. Jetzt fühlst du dich gleich viel schlauer, was? Oh ja, yeah. Gucken wir doch gleich mal. Oh ja, der geht wirklich ein ganzes Stück weiter. Guck mal her, ich zeige ihn direkt mal anhand eines perfekten Beispiels. Oh, das scheint ihn nicht zu interessieren. Hallo Krebscore, was geht? Vorhin sind ein paar Pokémon aus der grünen Höhlensohle in die Strandzone gekommen. Das könnt ihr euch öfter machen. Ja, die alten Pokémon Mystery Dungeon stimmen, nicht wahr? So, aber ein Pokémon fehlte noch, das war Traunfugil. Ach, das ist hier. Hi, Traunfugil, was hast du? Ein Fotostand? Traunfugil, manche Pokémon habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwie 10 Pokémon die gleiche Stimme haben. Willkommen in meinem Fotostudio. Weißt du schon, wie man ein Foto schießen kann? Schieße doch mal ein Foto. Drücke auf Minus, um ein Foto zu schießen. Insgesamt gibt es 2 Wege, um einen Schnappschuss anzufertigen. Nummer 1, bestätige Minus, um auf der Stelle ein Foto von der aktuellen Spielsituation auf dem Bildschirm zu knipsen. So kannst du dich selber, Pikachu, mit ablichten lassen und zusammen mit deinen Freunden aus dem Pokéball posieren. Nummer 2, richte die Wii-Fernbedienung auf den Bildschirm und drücke B. Während du dich nun aus der Ich-Perspektive umsiehst, lässt sich mit Minus der Auslöser betätigen. Das heißt, ich kann Selfies machen und auch normale Fotos, cool. Sieh dir an, aus der Ich-Perspektive deine Umgebung an, wie Staralili es dir beigebracht hat, und ich lichte besonders interessante Orte ab. Volle Filme kannst du schließlich in das Fotostudio bringen, wo du deine Schnappschüsse begutachten und auf eine SD-Karte speichern bzw. für frische Füllung kaufen kannst. Im Speicher der Wii-Konsole lassen sich aber nicht mehr als 30 Fotos ablegen, also Vorsicht. Speicherst du dort mehr als 30 Fotos, werden ältere Bilder dabei gelöscht. Oh oh, größere Mengen an Fotos sollten also immer auf einer SD-Karte gespeichert werden. Oh, du siehst so aus, als hättest du noch nie ein Foto geschossen. Nö, dann bekommst du von mir direkt mal einen Film als Startkapital. Hier, da passen 30 Fotos drauf. Wie wäre es, wenn du gleich mal ein Foto schießt, bevor du in die nächste Zone aufbrichst? Du erhältst einen Film für 30 Fotos. Okay, ich mache gleich mal ein Selfie hier mit Traunfugil drauf. Okay. Dieses Foto speichern. Aber klar doch. Das Foto wurde gespeichert. Schön. Guck mal, war nett, oder? Na, hast du ein niedliches Foto von mir schießen können? Ja, das habe ich sogar wirklich gemacht. Was du hier im Pokéball fotografierst, bleibt ganz alleine dir überlassen. Dein Auslöser lässt sich sogar während der Spiele betätigen. Cool.
Hier im Fotostudio kannst du dann die fertigen Abzüge begutachten. Ich sollte von jedem Spiel, weil ich es mit Carpador austrage, ein Foto schießen. Gucken, ob ich dran denke. Willst du einen kurzen Blick auf die Fotos von eben werfen? Dann starte mir einfach einen Besuch ab. Ja, muss es aber nicht sein. Muss nicht sein. Beziehungsweise, warte. Das eine gucken wir uns auch an. Willkommen. Kann ich dir was Krasses machen? Ja. Mhm. Na, guck mal da. Yay! Okay, wunderbar. Ja, mal gucken, ob ich Fotos machen werde. Vielleicht muss ich ja später sogar mal Fotos machen. Vielleicht von Geistern, die man anders nicht sehen kann oder sonstiges in der Richtung. It's possible. Vielen Dank. Schau mal wieder vorbei, hörst du? Bedroh mich nicht. Aber gut, werden wir schon irgendwann tun. Guck mal, wir müssen offensichtlich mit Krebsrohr sprechen, dann da können wir hin. Wie ich gerade an der Sprechblase gemerkt habe. Und ich glaube... Oh, da ist die Spukzone. Die habe ich eben ganz übersehen. Kann ich hier noch nicht rein? In die Richtung liegt die Spukzone. Unbefugte ist der Zutritt strengstens verboten. Oh, kurz und schmerzlos. Zwirrlich, es ist verboten, dieses Tor zu durchschreiten. Es geht hier um deine eigene Sicherheit. Ja, oh, na gut. Na gut, kann ich hier... Schade, ich dachte, ich bounce da vielleicht. Na gut, dann nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bevor wir mit Krebskor sprechen, werden wir erstmal den Part hier beenden. Neben unserer Freundin Indivier. Moment. Falsch. Verdammt doch mal, rede ich immer zu Indivier. So. Ich wollte auch eigentlich nur ein Selfie machen. Tolle Perspektive, oder? Nein, das speichern wir nicht. Okay, Leute, das war erstmal Pokepark Wii. Pikachus großes Abenteuer für heute. Schauen wir nochmal, was in der Strandzone auf uns warten wird beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon sehr auf die Spukzone. Aber alles zu seiner Zeit. Bis dahin, Leute. Ciao.